gesagt, frag Quaresma, ob wir Ronaldo connecten können, wenn wir teilen sind. Ich so, Digga, ich frag Quaresma lieber nach Geld, bevor ich ihn nach Ronaldo frage. Bist du behindert? Eigentlich ist es gar nicht so unrealistisch, Wallah. Es ist nicht unrealistisch, einen Cousin zu fragen, ob er kurz Ronaldo fragen kann, für ein Foto rauszukommen. Aber Bro, das geht nicht. Wie es gibt keine, ich glaube, es gibt keine ekligere Frage für einen Menschen, ob man den und den connecten kann. Wie kommt das denn rüber? Stellt euch mal vor, ihr mögt mich. Ihr mögt aber auch zum Beispiel einen Matt, einen Mois, einen Osan, was auch immer. Stellt euch mal vor, ihr werdet Mittel zum Zweck. Ja, kannst du mal den fragen für das? Das ist ekelhaft, Bruder. Sowas fragt man einfach nicht. Weißt du, ich meine? Und ich glaube nicht, dass er zum ersten Mal gefragt wird von Leuten, ob er ihn mit Ronaldo connecten kann, Bruder. Also ich glaube, in egal welcher Mannschaft er war oder mit wem er befreundet ist, jeder weiß, dass Quaresma mit Ronaldo richtig dick ist seit Kindheit an. Weißt du, ich meine? Aber Digga, das sowas fragt man ihn einfach nicht. Sowas gehört sich nicht. Wisst ihr, ich meine? Das macht man nicht, Digga. Es wäre realistisch, er würde es sogar machen, aber das würde ich niemals in meinem Leben fragen. Niemals. Wisst ihr, ich meine? Das würde ich niemals machen. Ich habe ihn auch nicht gefragt, als wir live voreinander waren. Also ich habe ihn alles gefragt, was man fragen kann, aber ich habe ihn nicht auf Ronaldo angesprochen oder so. Sowas macht man einfach nicht, Digga. Weil ich glaube, jedes Fußballherz ist getriggert, wenn nach Ronaldo gefragt wird. Weil Ronaldo ist immer der beste Spieler auf der Welt, Digga. Wisst ihr, ich meine? Und da die beiden so bläst sind, er hat auch safe erwartet, dass ich ihn sowas frage. Wisst ihr, wie unangenehm das für mich war, als ich mal zum ersten Mal gesehen habe? Soll ich euch mal kurz die Szene zeigen? Wir haben zusammen noch nie die Vlogs angeguckt. Ihr habt immer bei Osan guckt, aber bei mir nicht. Irgendwann werden wir auch alle Vlogs angucken und ich werde euch sagen, was hinter den Kulissen abgegangen ist, okay? Guck mal hier. So haben ja die Vlogs angefangen, Digga. Warte, ich finde das Video ganz schnell. So, hier irgendwann. Genau, guck mal. Hier war das erste Treffen mit Quaresma. Pass auf. Guck mal hier. Ihr müsst euch vorstellen, Leute, wir sind hier zum Spiel gegangen, okay? Ich sitze hier mit Daphne und Ricky, dem Sohn von den beiden. Mit Osan sind wir hier. Quaresma ist im Spiel. Quaresma wird nach 4 Minuten verletzt. Ihr müsst euch vorstellen, ich war monatelang hyped, um Quaresma einmal live spielen zu sehen. Und ich wusste auch, die werden Anteile auseinandernehmen. Er hat sich safe getroffen. Und es war auch abgemacht, dass er mir Trikot gibt und sowas. Du musst dir vorstellen, wie dünn Osan war. Ich war auch dünn, Bruder. Ich war 83 Kilo. Osan war auch, keine Ahnung, 85, 86. Schon 2 Jahre her. Wir haben beide 10 Kilo draufgelegt. Auf jeden Fall, guck mal jetzt. Ihr müsst euch vorstellen, Quaresma war hier dann verletzt. Wir haben davor schon immer FaceTime gemacht und so. Aber ihr wisst seit Kindheit an, ich bin Fanboy, Bruder. Guck mal, Osan ist nach vorne gegangen, weil er wusste, Quaresma wird gleich zu seinem Sohn kommen. Ich sitze hier. Ich bin nicht mal hier hingegangen, um ihm Hallo zu sagen. Obwohl Quaresma weiß, ich bin böse hyped auf ihn. Guck mal. Here's an Artist Store. Your father is an Artist Player. Danke, andere Damen, okay. Guck mal, er kommt hier. Er weiß, wir nehmen auf. Warum soll er sonst kommen, Bruder? Weiß ich meine? Er guckt, er würdigt Osan nicht mal einen Blick. Guck mal. Das war so ein geiles. Guck mal, er fragt ihn auf Englisch. You're right. Er weiß, wir nehmen auf, Bro. Also, seit wann redet Quaresma Englisch mit seinem Sohn? Er weiß, wir nehmen auf, okay? Und ich bin nicht mal da. Er hat nicht einmal in die Kamera geguckt. Er hat nicht einmal in die Kamera geguckt, Bruder, als Osan da war. Und ich sitze da oben. Und jetzt müsst ihr euch vorstellen, Daphne sitzt neben mir und ich bin halt richtig gut mit Daphne, ne? Ich bin richtig gut mit seiner Frau, weil die haben mich alle 2 Tage angerufen. Wallah Billa sogar. Durch diese Sache mit Instagram. Ihr wisst doch, wie ich mit Quaresma in Kontakt kam, oder? Soll ich kurz zusammenfassen für die Leute, die neu dazugekommen sind? Ich erzähle euch ganz kurz, damit ihr das auch versteht, okay? Ich wurde doch auf Insta von Quaresma geblockt, weil, keine Ahnung, es gab eine neue Funktion auf Insta. Ich glaube, die haben mich aus Versehen geblockt. Wenn man wirklich darüber nachdenkt, ich wurde, glaube ich, aus Versehen geblockt. Ich habe aber dann meine Zuschauer euch doch dazu aufgefordert, sie zuzuspammen und zu fragen, warum ich gesperrt wurde. Und da viele von euch Piskopat sind, haben die auch viele beleidigt. Dann hat sie den Leuten geantwortet mit Beleidigung. Dann habe ich diese Chats bekommen. Dann hat sie mich angeschrieben, hat mich beleidigt. Die hat gesagt, du H-Punkt. Quaresma hat dich geblockt. War einfach so. Sie sagt zu mir, du H-Punkt. Welcher Manager schreibt du H-Punkt? Bist du ein Psychopath? Wart ab. Und die ist Türkin. Türkische Portugiesin, Bruder. Ich so, ey, sei mir dein Türkisch und Schlamm. Wie redest du mit mir? Ich komm dahin, so. Sie blockiert mich und sagt, du, Quaresma hat gesagt, du bist ein H-Punkt. Sag mir so, hä, was geht jetzt ab? Dann habe ich eine Ansage gemacht in Insta-Story. So, am Samstag kommt Video gegen Quaresma. Und in der Nacht, weil ihr durchgedreht seid, ihr habt ja seine Kommentare hochgenommen. Wisst ihr, ich meine, ihr wisst ja, wie ihr seid, Digga. Immer wenn wir irgendwelche Aktionen haben, zum Beispiel bei Jasmine Buddha haben wir doch kommentiert, haben wir zerstört. Bei Soul King haben wir zerstört. Ihr seid ja eh krass, was das angeht, ne? Und bei Quaresma habt ihr das ja auch gemacht. Digga, auf einmal, die rufen mich an. Ich krieg Nachricht von Quaresma. Hello, Bro, what's happened? Ich denke mir so, scheiße, was mache ich jetzt? Ich war dabei, Samstag das Video hochzuladen, um die zu... Weil ich sauer bin, Bruder. Auf einmal Quaresma schreibt, hey, Bro, what's happened? Ich denke mir jetzt, okay, ist das die Manager, wollen mich verarschen? Auf einmal seine Frau schreibt mir auf Instagram. Hello, can we please talk? What's happened? We want to talk with you, bla bla bla. Ich schreibe es auf Englisch, don't kidding. Ich schreibe auf Türkisch. Don't get my bad name, verlan. Ich weiß, dass du jetzt dich bei mir entschuldigen willst. Ich weiß, dass es die Managerin ist. War sie aber nicht. Die rufen mich an. Woher Nummer? Die haben mich auf Insta angerufen und angeschrieben. Es geht doch FaceTime-Call, Jenk. Ich gehe ran. Die sitzen irgendwo in Dings, Marokko. In Casablanca oder so. Quaresma lacht. Bro, what's happened? Daphne so, hey, what's happened? Ich so, ey, ist die Managerin irgendwo im Hintergrund? Die so, nein. Aber warte, bevor ich sage, ruf mich an. Ich habe gesagt, ich will die Umgebung sehen. Wer ist
ist dabei, dies, das. Ich mach den, ihr müsst euch vorstellen, ich bin seit kleines Kind Fan von ihm. Ich mach denen eine Ansage, dass sie mir zeigen sollen, wer im Hintergrund ist. Statt ich einfach rangehe und alles vergeben und vergessen ist. Konnichiwa, ruft mich an, hallo. Ich nehme bei Konnichiwa Anruf ab, ich gehe nicht ran. Weil ich denke, das ist die Managerin. Wisst ihr, was ich meine? Ich gehe ran. Bro, what's happened, dies, das? Ich so, your manager, say bad words to me and to my community. She say, son of bitch to me. And to, ich say, was? Ein Tag später, die haben die gefeuert, Jungs. Und wisst ihr, was die Frau dann gemacht hat? Sie hat einfach Konejmas Instagram-Account geklaut, hat Passwort geändert. Und dann hat's angefangen. So, und wir spulen zurück. Und meine Community sind ja, die sind ja, ihr seid ja behindert. Ihr spammt die Leute zu und so. Und als wir die zugespammt haben, sie hat bei Daphne gesagt, dass sie vor mir Angst hatte. Weil die Leute haben geschrieben, wir kommen nach Istanbul, wir machen das mit dir und sowas. Ihr seid ja voll verrückt, Digga. Man weiß ja nicht, was ihr geschrieben habt. Also, wenn ich einmal mit jemandem Streit habe, ihr seid ja doof. Ihr schreibt und schreibt behinderte Sachen so. Das will ich eigentlich gar nicht. Ihr sollt nur schreiben. Ich sag, ihr sollt vernünftig fragen, warum ich gebannt, weil ihr sagt, wart ab, wir kommen nach Istanbul und so. Also, normal kriegt sie Angst. Daraufhin, die haben jetzt ja meine Nummer. Konejma und Daphne haben ja meine Nummer. Okay? Die rufen mich einfach ein paar Tage später FaceTime an. We need your help. Ich so, hey, was ist los? Ihr müsst euch vorstellen, ich bin so mit T-Shirt so im Bett am Liegen so. Weißt du, ich meine, ich komme so nach Hause und ich bin jedes Mal aufgeregt, wenn die mich schreiben und mich anrufen. Ich bin Fan. Ich bin Fanboy, Bruder. Ich liebe ihn. Ich liebe diesen Mann. Hier, sein Trikot ist immer noch dort. Digga, nach Spiel bekommen. Sex. Einfach nur krass, Bruder. Wenn ich irgendwann ein Haus hab oder in Istanbul, werde ich das an die Wand hängen. Guck mal, ich bin auf Dachboden. Ich habe schräge Wände einfach. Digga, er hat mir seine Schuhe gegeben einfach. Er hat mir einfach seine Schuhe gegeben nach Spiel. Nee, nach Training. Bruder, das ist für mich krass. Wisst ihr, ich meine, das ist fucking Quaresma, Bruder. Das ist Quaresma, der gegen Iran in WM einfach so ein Ding macht. EM-Tor. Der mit Ronaldo hängt, Bruder. Das ist Cousin, Jungs. Wisst ihr, wie ich meine? So, ich gehe jetzt FaceTime ran. We need your help. Und ihr müsst euch vorstellen, Burak und Osa machen sich immer lustig darüber. Du bist aus Gladbeck, ihr habt 80.000 Einwohner, die rufen dich an wegen Hilfe. Sie hat sich diese Frau, die Managerin, hat sich in Portugal versteckt. Die hat die Daten geklaut, weil die sauer war. Die war auch in Konejma verliebt, müsst ihr euch vorstellen, okay? Ganz, ganz komisch, Digga. Ganz, ganz komische Geschichte. Das ist eine Sache, die ich euch nicht erzählen will, aber dafür hat mir sehr viele Sachen erzählt, dass es da schon sehr viel Streit gab und so. Naja, auf jeden Fall, wieso, du musst uns helfen. Auf einmal nimmt Konejma FaceTime. Er redet Portugiesisch, weil er kann kein Englisch. Sein Englisch ist halt nicht so gut. Ist halt, mein Englisch war zu dem Punkt auch sehr schlecht, okay? Meins ist ja besser geworden, nachdem ich Angelika kennengelernt habe und so. Aber wir reden beide schlechtes Englisch. Er redet auch Portugiesisch. Er rast aus. Help, help! So, hä? Was wollen die von mir, Digga? Ich so, okay, how can I help you? Die sagen, pass auf, tu uns einen Gefallen, mach was du willst, aber hol uns den Account zurück. Ich so, okay, gib mir ihre Nummer. Die hat mir ihre Nummer gegeben. Ich ruf an, sie geht dran. Hello! Ich rede auf Türkisch. So. Guck mal, ich bin der und der und der. Sie legt auf, okay? Ich mach spannend jetzt. Guck mal, du hast aufgelegt. Pass auf, ich bin jetzt gerade in Istanbul. Ich weiß, wo deine Eltern wohnen. Lass uns das nicht auf diese Weise atmen, weil ich ein auf Mafia geworden. Ich lieg hier im Bett, Digga, mit meinem fetten Bauch behaart. Ich mach so Dings, ich muss die irgendwie retten, so. Ich muss mit Cousin cool werden. Ich muss irgendwas machen, wo einfach Atium, Digga, zu viele Filme guckt. Einfach auf Gangster gemacht, so. Ich so, pass auf, ich bin gerade in Istanbul. Ich weiß, wo deine Eltern wohnen. Gib einfach das Passwort zurück und alles gut. Weißt du, meine? 5 Minuten später hat sie das Passwort gegeben. Und dann konnte ich mal wieder sein Instagram. Und seitdem sind wir so. So, jetzt geht's weiter, damit wir zur Story zurückkommen. Jetzt müsst ihr euch vorstellen, wir sind beim Spiel. Tame, wir sind hier. Konejma wird nach 3 Minuten verletzt, Bruder. Und der hat mir so leid getan. Er hat mir so leid getan, weil eine Woche darauf, er wurde von der portugiesischen Mannschaft nominiert. Für EM oder WM oder was auch immer, er wurde nominiert. Aber wenn du verletzt bist, hat keinen Sinn. Weil du gehst zu einem Training, wo du nominiert bist und dann wirst du mitgenommen ins Kader. Aber da er verletzt war, war er irgendwie 3-4 Wochen verletzt. Er konnte nicht zum Training gehen von Portugal. Wisst ihr, ich meine? Sein Sohn fängt an zu weinen, dies, das. Und normalerweise, wenn ja Spieler verletzt sind im Spiel, müssen die ja entweder hier drin irgendwo chillen oder hier auf der Bank irgendwie chillen. Irgendwas. Aber was hat er gemacht? Und er hat sich in das Thema mit verletzt, Digga. Ich kenne doch Bukati, Digga, von Wrestling. Das ist er, Digga. War ich am Plan? Ja. So, ich war richtig mit Daphne am Reden und so. Auf einmal, hier kam irgendein Bekannter von Konejma, hat mit ihm die ganze Zeit gequatscht, okay? Guck mal, hier ist Keuter. Ich habe Keuter gar nicht gesehen gehabt. Keuter, seine Haare haben auch geschnitten. Ami hat auch seine Haare geschnitten. Ist auch sehr korrekt, sehr netter Dude, Digga. Aber jetzt müsst ihr euch vorstellen, wie fett du damals warst. Was laberst du? Ich war hier 83 Kilo. Ich wiege jetzt 94, Bruder. Was redest du da? Ich war hier dünn, Bro. Guck mal, ich habe hier ein T-Shirt, was S ist und ich sehe aus wie ein Stock. Auf jeden Fall, ihr müsst euch vorstellen, er kam hier hin. Ey, Digga. Ich konnte nicht einmal nach links gucken, ne? Er kam, er hat mir Hand gegeben, okay? Er hat sich hingesetzt. Ich habe straight nur nach rechts und geradeaus geguckt. Hanne, was erwartet er? Weil wir machen ja so oft... Ah, genau. Daraufhin, die haben mir auch voll auf FaceTime gemacht. Ich habe denen deren Insta gegeben und die haben mich einfach so auf Lachkick voll oft angerufen. Was machst du, wie geht's? Die rufen mich aus Minikupan, weil die wissen, ich bin Fanboy, Bruder. Die wissen, ich freue mich, wenn die mich anrufen. Die sagen, wann kommst du? Und so, ja, am Spiel sehen wir uns, bla bla. Und dann müsst ihr euch vorstellen, wir sind jetzt hier. Ich bin nicht mal hier hingekommen, wo er zu seinem Sohn kam. Er kam hin, er hat mir Hand gegeben. Okay, er gibt mir die Hand. Ich hab ganz nach rechts geguckt. Ich muss deine Gefühle haben, Bruder. Korrigier mal, das ist gerade. Mir ging's gar nicht gut, Digga. Ich war in meinem Leben noch nie so angespannt. Guck mal jetzt. 2 Meter neben dir. Guck mal, alle kommen hin, machen mit ihm Fotos und so. Guck mal, die Spieler haben Moralabschluss. Keiner will mit den Fotos haben. Alle kommen zu Korrigier, Digga. Guck mal jetzt. Sag was, Bruder. Ich möchte nichts sagen, Digga. Frag
Ozan halt ganz halt drauf. Normalerweise muss ich doch die Vlogkamera nehmen und ganz halt College mal triggern. Darauf habe ich doch mein Leben lang gewartet, Digga. Ich sitze, ich bin Schockstarre, Bro. Schockstarre, ich guck nach vorne, mir geht's nicht gut. Mir ging's nicht gut, Digga. Guck mal jetzt. King Booker kocht die ganze Zeit schon, Digga. Ja, seit der ganzen Halbzeit Genau, ihr müsst euch vorstellen, die erste Halbzeit, wo er verletzt wurde, er kam in der 10. Minute hin. King Booker hat sich hingesetzt, Digga. Bugatti von SmackDown, WWE, Digga. Er hat seine Karriere beendet bei SmackDown, ist zu dem Spiel gekommen. Er hat 30 Minuten mit ihm geredet. Und ihr müsst euch vorstellen, guck mal jetzt. Ja, King Booker ist hier, Digga. Hanne, geh mal zu WWE oder so, Bruder. Oder keine Ahnung, zu SmackDown oder so, Bruder. Oder zu Raw. Er erzählt so, ja, mein Fuß, Digga, scheiße, ist das. Was machst du neben College mal, Digga? Digga, ich mach gleich John Cena mit dir. Ja. Er bekommt gleich einen bösen FU von mir, Digga. Du musst aber Pack the Mac, die Stars, damals beschickt euch, ihr wisst doch, die Stars. Und ihr müsst euch vorstellen, dieser kleine Wichser, er denkt sich, warum spricht er mich nicht an? Er hat mir nur einmal Hand gegeben. Seit 2 Wochen, ich blende einen bei FaceTime, ich hab ihn nicht mal eines Blickes gewürdigt, Digga. Guck mal jetzt. Sag es nicht, sag es nicht. Du willst was anderes sagen. Ricky. Er sagt, Ricky, er fühlt sich angesprochen, weil er ist ja aus Ricardo. Er wartet auch nur drauf, hä? Die kommen wegen mir? Warum nehmen die mich nicht auf? Warum reden die nicht mit mir? Wir sprechen mit ihm. Er guckt rüber, guck mal. Guck mal, habt ihr gesehen? Habt ihr es gesehen? Ich bin nervös. Guck jetzt. Ricky, jeder hat Brack. Ja, guck, ich rede ganz ehrlich. Ricky, jeder hat Brack, Jackson. Wir haben einen anderen Mann, der geht jetzt. Du lässt. Guck, sie hört. Wir sagen, wir gehen Training, die Stars. Wir kommen zu seinem Training, die Stars. Sie übersetzt zu Kollege mal, was wir da reden. Guck jetzt. Achtet nur auf die Gesichter und die Köpfe hier. Guck jetzt. We will train tomorrow, okay? Match? Ah, es ist Match tomorrow. What? Match? Okay. Jetzt pass auf. Guck jetzt, das heißt, ja, die kommen morgen zum Spiel. Guck mal, er lacht, der kleine Wichser. Seht ihr ihn lachen, diesen kleinen Wichser? Ich hab nicht mal ein Wort mit ihm ausgetauscht. Wir haben nur Hand gegeben, ich sitze hier. Wir sitzen hier einfach. Der kleine Wichser, pass auf jetzt. Okay. Ricky wird morgen ein Tor machen. Hey, ja, er guckt ganz hier drüber. Und hier hat's angefangen. Hier hat's angefangen, Digga, pass auf. Ein Tor, er hat mir versprochen. Das ist ja. Guck, er guckt die ganze Zeit drüber. Er guckt die ganze Zeit drüber, Digga. Er will, dass ich mit ihm rede. Aber ich rede nicht mit ihm. Digga. Es war unangenehm. Ich hatte Angst. So, und dann war die Kamera ja zwischendurch aus, okay? Die Kamera war ja zwischendurch aus. Ich guck nach vorne. Dieser Wichser, er kommt die ganze Zeit drüber an meinem Bein. Er macht so, why are you so stressed? Why are you so stressed? Why you don't talk und so. Digga, ich wusste nicht, was ich machen soll, Mann. Digga. Mir geht's nicht gut, Digga. Guck mal jetzt. Die ganze Zeit, der Wichser. Hier, guck mal, ich erzähle euch auch hier eine Story zu. Ihr wisst das schon, alle, die das bei Ozan gesehen haben, aber die es bei mir nicht gesehen haben. Guck mal, die ist die Frau von Sadiko, die auch bei Besiktas spielt. Mit denen habe ich ja auch schon ein Video gemacht von seinem Apartment. Die machen die ganze Zeit Faxen so, ganze Zeit auf ADHS. Die wissen, wir nehmen auch auf. Die denken auch, wir sind irgendjemand. Ozan nimmt ganze Zeit auf. Die war ganze Zeit kamerageil. Guck mal jetzt. Guck mal jetzt. Das sind irgendwelche Spielerfrauen, ich kenne die nicht, Digga, aber die feiern die ganze Zeit. Das ist ihr Husband und. Guck mal so, wie sie guckt. Was ist ein Pascha? Yeah. Which one? Okay. Do you want to say something? Yes. Hello. I'm so wet. Aber die ist so korrekt. Ich habe die danach kennengelernt, weil ich ja auch bei Sadiko war. Sie ist sehr korrekt, Digga. Beautiful. Die haben uns zu einer Party eingeladen, aber ich war nicht da. Hier. Und wir sind immer noch hier. Ihr müsst euch vorstellen, er denkt sich, Amanakrim, du bist hier, ich bin wegen dir hingekommen. Ich hätte auch unten chillen können. Hier, damit ihr ihn seht. Er hätte doch unten chillen können in der Kabine, weil er sein Fuß verletzt. Siehst du das? Ich bin nicht auf der Bank. Ich komme zu dir auf die Tribüne. Er sitzt wegen uns dort. Und ich spreche nicht mit ihm, Bruder. Nix. Nix. Mensch, Tante sitzt. Mach die Kamera spielen. Ich sag die ganze Zeit, mach Kamera aus und so, weil es ist mir unangenehm. Ich denke mir so, okay, vielleicht will er nicht, dass wir ihn aus. Das ist so unangenehm, Digga. Du machst die Kamera jetzt aus. Hier, wir freuen uns und so, aber die gucken mich einmal nach links. Du bleibst mir Arsch auf, Digga! Ey, du bleibst mir Arsch auf, Digga! Guck hier! Ich geh da, how do you feel after this goal? Na, Lange, Digga, anstatt wir die ganze Zeit mit Kodesh mal reden, wir reden die ganze Zeit mit den Frauen, Digga, die ganze Zeit, na, Alaka, Monok! Ich war sogar kurz davor, da aus und Tapnik zu machen, obwohl ich Kölsch mal zum ersten Mal getroffen hab, Digga. Ey, so Junge, bist du behindert? Ist das okay oder nicht? Very good. Yeah. Ich weiß noch, Digga. Azad ist halt mit Sadiko richtig gut, okay? Und ich meinte zu Sadiko, ey, ich will bei dir eine Wohnung aufnehmen, Ozan kommt auch, das ist der mit deiner Frau geredet hat. Also wenn er kommt, ich schlag ihn und so, aus Spaß. Yes. Nice. They are fire. Yeah. Like you. Ich feuer einfach eine Mannschaft an, die nicht mal meine Mannschaft ist. Ja, ich war so nervös, ich bin einfach Kassenpascha-Fan geworden. Hanne, Kollege, spielt nicht mal, ich feuer Kassenpascha an, Bock, was?
spielt nicht mal, Digga. Ich feuer einfach eine Mannschaft an, Digga. Sinnlos. So, und dann waren wir da weg. Ihr müsst euch vorstellen, das Spiel ist zu Ende. Kolejma geht zur Kabine. Daphne sagt mir, Can, warte hier. Lass uns zusammen essen gehen. Lass uns irgendwo hinfahren. Wir müssen erst zum Krankenhaus, weil er geröntgt werden muss und gucken muss, was abgeht. Danach können wir essen gehen, weil es schade, weil du bist hier gekommen zum Spiel. Ihr habt nicht mal miteinander gequatscht. Warum redest du nicht mit ihm? Sie so, warum hast du nicht mit meinem Mann geredet? Why you don't talk with him? Why you don't talk? Die so die ganze Zeit. Why you don't talk with him? Ich so, ey, I'm too nervous. I'm too much nervous, I'm gonna came. I'm fan like as I'm a kid, I'm gonna came. So, die lacht einfach, Bruder, weil ihr wisst doch, für die ist normal. Wisst ihr, was ich meine? Danach ging es weiter. Die so, nein, ihr wartet jetzt hier, wir warten, bis er kommt. Wir fahren jetzt mit Auto zusammen zum Krankenhaus, dann gehen wir essen. Ich so, nein, wir machen das anders. Ich weiß, wie es ist. Er hat gerade schlechte Laune. Er kann nicht zum WM gehen, er kann nicht das machen, er kann nicht das machen. Siehst ich nach Haledin, ich komme dann einfach zum Training von Ricky und dann können wir da quatschen. Die so, sicher, warte doch hier, er kommt doch in 5 Minuten. Ich so, nein, ihr geht und wir sehen uns morgen. Und ich glaube, ich sag's euch, wie es ist, Digga. Und ich glaube, ich habe dadurch seinen Respekt bekommen. Wisst ihr, was ich euch sagen will? Weil ich nicht so auf Arschkriecherbasis war. Was würden andere YouTuber machen? Bruder, die würden doch so machen die ganze Zeit. Wisst ihr, was ich meine? Ich glaube, da habe ich seinen Respekt bekommen. Das war gerade zu viel, Digga. Warum habe ich das gemacht, Digga? Das hätte nicht sein müssen. Ihr wisst doch, was ich sagen wollte, oder? Ja, was denn, Digga? Hier war irgendwas. Ich wollte nur kurz was... Wir distanzieren uns von solchen Sexualitäten. Twitch, ich wollte nur kurz verbildlichen. Das heißt Schleim auf meiner Sprache, okay? Twitch, es tut mir leid. So, und ich glaube, dadurch habe ich seinen Respekt bekommen. Wisst ihr, was ich meine? Dann waren wir ja hier. Und dann waren wir beim Training. Do it. Das erste Treffen, Digga, ich war so nervös, Digga. Ich hab den Digga Ne'alaka, wir haben ihn einfach Nussbeißer gebracht. Ich sag euch, wie es ist, ich kann heute kann ich das Video mir gar nicht mal angucken. Ich war so nervös, das ist schon voll cringe geworden irgendwie. Digga, ich gehe dahin, dies, das. Ich will einmal wissen, welche Note ihr den Handshake von mir und Ricardo gibt, okay? Ich will nur kurz den Handshaker sehen, Digga. Als ob wir zusammen aufgewachsen sind, so krass habe ich Handshake gegeben. Guck mal jetzt bitte. Er ist sehr nervös, Bruder. Ja. Das ist das. Kennst du, Digga, bei türkischen Kindern, die so machen, die lachen, dies, das. Du kannst sie anpacken. Bei ihr hat nicht funktioniert, Digga. Das war cringe, Digga. Yeah. Guck nur auf den Handshake. Guck nur auf den Handshake, wie saftig wäre. Guck mal, wie saftig. Saftig, Digga. 9 von 10. Was? 11 von 10, Digga. 11 von 10, das war der erste Handshake. Wollt ihr mich verarschen, Digga? Mit meiner schwitzigen Hand und so. Digga, wir haben ihm einfach danach Nussknacker gegeben und so, Digga. What the fuck, Digga? Einfach Adama Nussknacker wert, Digga. Ich geb ihm einfach Nussknacker. Digga, warum gebe ich ihm Nussknacker? Warum gebe ich ihm Nussknacker gegeben, Digga? Aber ich erzähle euch jetzt mal einen Funfact zum Nusskakao, okay? Ganz kurz, damit wir hier weitermachen, das war auch schon ein sehr schönes Erlebnis für mich, Digga. Einfach mit Kolejma gechillt, einfach so, Bruder. Er gibt mir hier seine Schuhe. Was ist das? Don't show the middle finger. Eine Woche vorher. Gute Schüttes. So. Ken Nebak. Tamam? Ciao. Hier in diesem Moment, Digga, er hat mich gefragt, ey, zocken wir nicht zusammen FIFA? Kommst nicht zu uns nach Hause? Ich so, nein, nächstes Mal, dies, das. Und dann haben wir halt uns verabschiedet, das war schon sehr süß. Also er mochte mich auf jeden Fall. Es hat ihm Spaß gemacht, dass ich sein Training zugeguckt habe. Wisst ihr, wie ich meine? Ist auch ein schönes Gefühl für das Kind so. Ja, daraufhin haben wir dann immer wieder ein bisschen gequatscht. Ich wollte zum Spiel unbedingt kommen, weil er verletzt war, dies, das. Dann haben wir uns noch ein paar Mal getroffen. Die haben mich immer wieder angerufen und so. Ich habe so gefragt, wollt ihr irgendwas aus Deutschland haben, dies, das. Die meinten, nee, bring nichts, dies, das. Aber Schokolade fanden die Kids lecker. Dann habe ich Schokolade mitgebracht, nochmal Nussknacker, dies, das. War schon cool, ja. War schon cool. So, seitdem er jetzt in Portugal ist, hab ich nicht mehr seine WhatsApp-Nummer. Auch von Daphne nicht, weil die hatten türkische Handys und politische Handys. Ich sage euch, wie es ist, als in Istanbulan haben die nicht mehr angerufen, immer wieder. Jetzt haben wir nicht so den Kontakt. Ich antworte zwischendurch auf seine Stories. Er liest das, er antwortet dort nicht so, aber er hat doch kein Insta. Er selber nutzt sein Insta nicht, das macht sein Manager, okay? Er hat einen anderen Manager, der auch sein Facebook und sowas macht, Twitter und sowas macht. Er selber guckt auf Insta nicht. Wenn ich ihn connecten will, ich kenne 3 von seinen Managern, ich muss ihn nur anschreiben und sagen, ey, gib mir bitte Daphnes Nummer. Dann rufe ich die an und das Ding ist durch. Ich werde das so machen. Irgendwann, wenn ich in Portugal bin, werde ich einfach seine Nummer nehmen. Ihre Nummer nehmen, werde ich anrufen, wo seid ihr? Und dann werden wir wieder connected sein. Wisst ihr, was ich meine? Er hat schon sehr viel für mich gemacht, Digga. Er hat Interview mit ihm gemacht auf Toilette, okay? Wir haben seine Haare geschnitten und so. So, was soll dieser Mann noch für mich machen? Und ihn frage ich dann ganz bestimmt nicht, hey, Bro, wie geht's dir? Klär mal Ronaldo, dies, das, ich bin in Italien. Wisst ihr, was ich meine? Das würde ich niemals machen. Aber ich glaube, das könnt ihr alle nachvollziehen. So, das soll zu dem Kolejma-Thema gewesen sein, meine Damen und Herren. Wenn ihr wollt, dass ich weiter auf meine alten Videos reagiere und euch so erzähle, was hinter den Kulissen abgegangen ist, dann gibt es wieder einen Daumen hoch, dann können wir das vielleicht zum Format machen auf dem zweiten Kanal. Okay, tschüss.